Guten Tag, meine Damen und Herren, ich begrüße Sie zu einer neuen Videoanalyse. Heute geht es wieder mal um Optionen, um das Thema Optionen schreiben, Optionen an irgendeinen zu verkaufen und zu hoffen und zu warten, dass diese Dinge wertlos werden und man das Geld behalten kann. Die Überrubrik ist hier mit einem etwas reißerischen Titel versehen. Geld verdienen durch nichts tun, das ist der 22. Teil. Wenn Sie also nichts tun eingeben, hier oben in das Suchfeld auf Traders, dann können Sie sich alle Filmchen zu diesem Thema anschauen. Ist wie so ein kleiner Kurs. Da haben Sie schon mal, weil etwas Grundwissen über Optionen verkaufen an den normalen Terminbörsen. Und das ist heute der 22. Teil. Heute geht es um Rohöl, denn im Rohöl passiert etwas. Da passiert eigentlich immer etwas. Neulich ist hier der Ausbruch nach oben passiert und da hatte ich eine Videoanalyse erstellt und habe gesagt, es geht deutlich weiter. Jetzt schauen Sie sich das an. Da ist nichts mehr gekommen. Es erfolgte kein Ausbruch über diesen Widerstand. Und Rohöl ist sozusagen in dem Streubereich des Zyklushochs hier oben, das ist ein Zyklushoch, seitwärts gelaufen und hat gleich zu Beginn dieses Streubereichs nach unten abgedreht und hat jetzt in den letzten zwei Tagen den kurzfristigen Aufwärtstrend gebrochen und diesen Trendbruch bestätigt. Damit können wir eigentlich in Kombination mit den sehr massiven Short-Positionen des großen Geldes, nicht des großen Geldes, sondern der kommerziellen Marktteilnehmer davon ausgehen, dass das ein relevantes Verkaufssignal ist. Dazu mal ja hier dieser, ich mache den hier mal jetzt etwas sichtbarer, dieser Trendbruch hier wieder neutralisiert wurde. Mindestziel ist der Bereich von 97. Wenn ich mir aber diverse andere Charts anschaue, wie zum Beispiel meinen Envelope-Chart hier, den Sie hier sehen, dann wäre das Ziel sogar das untere Envelope, das blaue Envelope bei 91,62. Und da sehen Sie sogar, da haben wir auch das untere 200-Tage-Envelope, was ja oftmals als Ziel zu definieren ist hier. Hier sehen Sie es, wenn es oben drüber geht, dann ist das meistens ein Grund, sich irgendwo eine Short-Strategie auszudenken. Und umgekehrt ist es, wenn der Markt unter dieses blaue Band, unter dieses grüne Band fällt. Natürlich wird es dann interessant, wenn sowas hier kommt, wie hier links, dann wartet man natürlich normalerweise, wenn man das vorher weiß, wie man sich zu verhalten hat, ab, bis das untere blaue Band auch erreicht ist. Also hier haben wir untere blaue Linie eventuell sogar als Ziel bei 91. Wieso steht hier 100,04? Wir haben immer noch ein bestehendes Kaufsignal anhand des Supertrends Indikator und der sagt uns Short gehen erst unter 100,04. Aber das war jetzt erstmal diese Sache. Jetzt gehen wir wieder zurück zu unserem normalen Chart mit den Zyklen, mit den Trendlinien, mit den Commitment of Traders Daten und da schauen wir uns mal das Wochenbild an. Im Wochenchart ist nämlich dieser Trend noch nicht gebrochen bei ungefähr 99,79 und wir sehen, dass wir auch im Streubereich eines möglichen Zyklustiefs stehen. Jetzt ist natürlich die Frage, ist das korrekt? Das letzte Zyklushoch hier war ja auch nicht korrekt. Demzufolge können wir vielleicht davon ausgehen, dass dieses Zyklustief nicht korrekt ist. Das wäre jetzt die normale Vorgehensweise. Aber hier muss ich jetzt wieder mal dazu sagen, der Streubereich geht ja bis zum 27. Juni. Das würde bedeuten, Öl kann bis zum 27. Juni sozusagen hier richtig nach unten gehen und dann wieder nach oben drehen. Das würde alles noch zu diesem Wochenzyklus passen. Aus diesem Grund, ich rechne hier eventuell mit, nicht eventuell, sondern ich rechne hier mit einem möglichen Trendbruch und weiteren Kursverlusten bis mindestens
bis in den Bereich von $90. So, weiter geht's. Wir sind ja noch nicht am Ende. Hier habe ich noch einen Pfeil vom letzten Mal. Da hatte ich gesagt, wenn dieser Trend gebrochen wird, diese blaue Linie überschritten wird, dann geht es weiter bis in den Bereich von 114, 115. Das ist nicht geschehen. Der Kurs hadert immer noch mit dieser Linie, hat sozusagen im Monatschart eine Umkehr ausgebildet. Hier können wir davon ausgehen, eventuell ist sogar 87 das Ziel. So, jetzt wird es interessant, denn wir nehmen jetzt den August Future und da schauen wir uns mal an, was die Saisonalitäten sagen. Die Saisonalitäten, die Sie hier unten sehen im August Future, die sagen uns, wir sind im Bereich eines möglichen Hochpunktes. Sehen Sie auch hier oben. Hier oben sehen Sie die letzten 3 und 4 Jahre. Hier unten sehen Sie, 3 und 5 Jahre. Das ist einfach der Durchschnitt des Kursverhaltens der letzten 3 und 5 Jahre. Die sagen auch, dass wir die nächsten Tage eventuell mit einem Top zu rechnen haben, wenn denn die Saisonalitäten stimmen. Und dann geht es abwärts bis zum 5. Juni. Dann haben wir hier hinten nochmal den 26. Juni. Und da ist natürlich die Frage, kann man daran partizipieren, indem man Optionen schreibt. Und da habe ich hier schon mal eine Option herausgefischt. 80 Tage Laufzeit, man bekommt $750, sind ungefähr $10 Abstand, wenn man dann das Risiko auf sich nehmen will, einen Outright Call zu schreiben. Jetzt ist natürlich Öl dafür bekannt, wenn irgendwelche Krisen sind, dass es da mal schnell $10-$20 nach oben gehen kann. Und deshalb wäre da wohl eher eine andere Strategie zu denken. Und da bin ich auf dem September-Kontrakt hängen geblieben. Und da haben wir hier nochmal das gleiche Bild mit Saisonalitäten. Hier habe ich jetzt noch keinen Chart eingefügt, noch nichts eingefügt. Entschuldigung, ich würde jetzt hier mir überlegen, ob ich ungefähr 3 Calls der Basis 111 verkaufe und einen Call der Basis 109,5 kaufe. Das bedeutet, ich bezahle $550 und verkaufe 3 mal 430. Der Unterschied ist 430 mal 3 minus 550. Ich würde ungefähr $740 kassieren und hätte noch $1,50 Puffer. Bedeutet, wenn der Kurs gegen mich läuft, dann verlieren zwar diese 111 Calls Geld, aber der 159er Call, der verdient. So, und jetzt bauen wir das mal einfach auf. Bei einem 159er Call, Verkauf 311er Calls. Die Laufzeit ist natürlich etwas länger im September, 109 Tage. Wer weiß, was da alles passiert. Für mich wäre ein relevantes Signal, wenn dieser Trend gebrochen wird, zum Ende dieses saisonalen Hochpunktes hier in diesem Bereich. Also man kann noch abwarten. Problem kommt jetzt, wenn wir uns nämlich das Programm TradeMiner zu Gemüte führen, das haben Sie jetzt hier, dann müssen wir eine abgesicherte Position aufbauen, wenn wir das dann überhaupt tun, weil es gibt kein Signal, was nach unten zeigt im Rohöl. Weder im Augustmonat noch im Septembermonat. Im Mai haben wir hier nur ein Signal und zwar am 30. Mai long gehen bis zum 30. Juli halten. Im August-Kontrakt steht hier 82% Trefferquote.
3.653 Dollar Profit würde bedeuten, wenn man das hier mal genau anschaut, dass das ungefähr, Moment, wo haben wir es hier? Hier haben wir es, 3,65 Dollar, 365 Ticks Gewinn bringt. Das würde gegen diese Position sprechen, dazu mal wir ja auch hier das, den maximalen Gain, maximal Gain bedeutet Maximalanstieg haben, ungefähr bei 1884 Ticks, bedeutet 18,84 Dollar würde sozusagen Rohöl nach oben gehen. Das ist das Einzige, was momentan gegen eine solche Position spricht, dass also die Saisonalitäten, die Trade Miner auswirft, ob ich hier jetzt 75% oder irgendwas anderes einstelle, kein solches Signal anhand der Saisonalitäten bestätigt. Und was mir ebenfalls nicht gefällt, ist nicht dieser Chart, zu dem kommen wir gleich, sondern was mir ebenfalls nicht gefällt, sind die kaum auffindbaren geschriebenen Call-Optionen hier im Bereich ab 102. Die stillhaltende Gemeinde hat in den letzten Wochen massiv Put-Optionen geschrieben, weil man eventuell davon ausgeht, dass durch die Russland-Krise oder sonst irgendwas es zu einer schnellen Bewegung nach oben kommt. Das würde bedeuten, ein Stillhalter, der hier Calls geschrieben hat, wenn das so hohe Balken sind wie hier, der würde sehr schnell in die Bredouille kommen, wenn es zu einer Bewegung im Rohöl hier in diesem Bereich kommt. Da halten sich die Jungs zurück, die schreiben lieber Putz und warten dann einfach ab. Aber auf der anderen Seite, wenn da nichts passiert, dann geht es natürlich auch sehr schnell hier in diese Richtung und diese Put-Optionen laufen ins Geld, müssen abgesichert werden und würden eine Bewegung nach unten verstärken. So, jetzt hatte ich Ihnen eben schon diesen Chart hier gezeigt, zeige ich Ihnen jetzt nochmal. Was ist das? Das ist Timing Solution, kann man Zyklen einzeichnen, auch sich Saisonalitäten berechnen lassen. Und hier habe ich mal einen sehr, sehr langfristigen Chart benutzt anhand der Futures und habe mal eine lange Welle mit Hoch- und Tiefpunkten eingezeichnet und habe versucht da mal das so irgendwie anzupassen, dass das in der Nähe, dass ich meine, es ist ein sehr langfristiger Chart, dass die Nähe zu den Tiefpunkten wie hier oder hier gegeben ist und die Nähe zu den Hochpunkten auch gegeben ist. Und wenn das hier korrekt wäre, dann würden wir hier schon bereits im Bereich eines möglichen zyklischen Wendepunktes nach unten stehen. Und das würde natürlich diese Position mit unterstützen. Ob das natürlich jetzt ein Chart ist, der funktioniert, kann ich Ihnen nicht sagen, weil der sagt uns, dass wir im Mai 2017 ein zyklisches Tief im Rohöl sehen. Wann wissen wir, ob das stimmt? Naja, klar, im Mai 2017. Dann wissen wir, ob diese Linie korrekt ist oder ob sie vielleicht angepasst werden muss. Aber da ich ja früher Redakteur in meinem eigenen Börsenbrief der Zyklusanalyst war, kenne ich mich da schon etwas aus. Also hier das ist ein Chart, der würde eine Bewegung nach unten unterstützen. So, ich habe den Chart mal etwas jetzt auseinandergezogen. Da sehen Sie hier, das ist diese Wellenbewegung und ich kann natürlich noch andere Linien einfügen, zum Beispiel den Annual Zyklus, der wird natürlich auch von diesem Programm berechnet. Der sieht etwas anders aus als der September-Kontrakt, ganz einfach, weil hier liegen nicht nur die September-Kontrakte zugrunde, sondern der nimmt ganz einfach immer nur den Frontmonat. Der verläuft ja manchmal ganz anders, wenn irgendwelche Bewegungen entstehen. Und der nimmt auch verschiedene Harmonien, was immer das heißen mag. Hier sagt er nimmt 35 verschiedene Harmonien. Wenn ich das jetzt hier nach unten ziehe und gebe hier 5 ein, dann sehen wir so eine Wellenbewegung. Gebe ich hier 1 ein, dann haben wir so eine Wellenbewegung. Ich lasse das jetzt mal hier so stehen.
Da sagt uns zum Beispiel die Software, dass wir weiter nach oben laufen könnten bis Juni und erst dann eine Abwärtsbewegung sehen anhand dieser blauen Linie. Und die würde dann, wenn man mehrere Wellen kombiniert, sagen, wir sollen keine Short-Position aufbauen in Calls, sondern eher Short-Positionen in Puts. Also es ist etwas schwierig in Rohöl. Wir haben ja diese Russland-Krise. Wenn wir das jetzt halt im Hinterkopf hätten, würden wir ganz einfach sagen, wir gehen davon aus, dass hier die kommerziellen Marktteilnehmer wissen, was sie tun. Wir gehen davon aus, dass die Saisonalität hier auch in diesem Jahr wieder funktioniert. Wir würden nur abwarten, bis dieser Aufwärtstrend im September-Kontrakt gebrochen ist, weil hier im adjustierten Kontrakt ist zwar dieser Trendbruch schon vollzogen, aber er muss auch in dem Kontrakt vollzogen werden, den wir dann zum Aufbau einer möglichen Position hier oben in diesem Bereich nehmen. Ist jetzt natürlich keine Handlungsempfehlung für Sie, das sind meine eigenen Ideen. Vielleicht ändert sich das auch in 4-5 Tagen wieder, dass ich vielleicht genau was anderes mache oder dann hier vielleicht nochmal breit rede. Aber das ist eine Sache, die sollten sich Leute, die nur Optionen kaufen oder Optionsscheine kaufen, mal näher anschauen. Denn wenn man die Wahrscheinlichkeit auf seiner Seite hat, wie hier zum Beispiel, dass es nicht da hoch geht, der Markt muss ja nur seitwärts gehen. Der muss nicht unbedingt hier jetzt massiv nach unten gehen. Es reicht schon, wenn er seitwärts geht oder bis zu dem, wo haben wir es, bis zum Verfalltermin nicht allzu stark steigt. Das wäre schon natürlich eine Steigerung, die stark ist. Er darf nur nicht über diese obere Marke gehen, dann wird diese Position mit Profit geschlossen. Hier sehen Sie den Verfalltag, diese lilane Linie, das ist der Verfalltag dieser Optionen. Und naja gut, Sie wissen jetzt Bescheid, schauen Sie sich diese bisherigen Ausgaben an, wenn Sie Zeit haben, es ist ziemlich viel Material, hinterher sind Sie garantiert schlauer, das verspreche ich Ihnen. Ob Sie das dann natürlich umsetzen wollen oder können, ist wieder eine ganz andere Geschichte. Ich bedanke mich für Ihren Besuch in Bobs Analystenstube, wünsche Ihnen eine erfolgreiche Handelswoche, einen schönen Feiertag und bis zum nächsten Mal. Tschüss.